Ich habe mir mal kurz ganz locker lässig die neuen Handschuhe angelegt. Die Maps ist schick irgendwie. Ich finde die gut. Ist auch übersichtlich. Cool, also, aber so richtig begriffen, also ich glaube doch, wenn wir geradeaus durchgehen von Bravo aus, kommen wir dahin, wo bei uns die Doppeltür aufgeht, weißt du? Ja, wenn wir jetzt ein paar Mal von beiden Seiten gespielt haben, denke ich, werden wir da die Orientierung ganz gut haben. Glaub auch. Und die Ladebildschirme nicht immer so lang wären dazwischen dran. Ich meine, wieso kriegen wir nochmal einen Ladebildschirm, wenn wir doch die Karte schon geladen hatten? Und das hätte man verbessern können, aber meine Güte, so kann man noch was trinken, in der Nase bohren, Eier schaffen. Ja, aber das geht sogar noch. Die Ladezeit ist nicht so krass wie beim Turm oder sonst was. Mhm. Asyl. Muss ja auch nur mit zwei Spielern gematcht werden. Wehe, einer von denen hat eine Bambusleitung. Das ist neue App. Mhm. Es ist wichtig, einfach immer den Radar im Auge behalten. Radar im Auge behalten. Drag. Na gut, nützt nichts. Machen wir mal. Doppel-Eliminierung. Bravo. Bravo. Du hast Bravo gesagt. Hurra. Erledigt. Bravo. Oh, das wird wieder nichts. Will ich erstmal so ein bisschen durchlatschen? Oh mein Gott, das mit der Kameraempfindlichkeit, da muss ich mich dran gewöhnen. Oh, holy, aber dann treffe ich vielleicht noch was. Vor uns. Ja. Au. Au, das war ein Raketen-Fusionsgranatenwerfer-Gedöns. Vorsicht, Fusionsgranaten. Ja, also nützt nichts. Entweder ich kann dich wiederbeleben oder ich bin eh tot. Woher hat er denn die Fusionsgranaten? Welch Schande. Das ist doch schwere Waffenmunition. Die sehen auch vom Ding her wieder aus wie so die überkrassen Spieler. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie hier nicht mal ein Elo-System haben. Was mich eigentlich schon wieder zum... Das können die doch gar nicht bringen. Das wird doch sonst nichts. Da sind die hier nicht. Ich sehe nichts. Ein rotes gar nichts. Okay. Schräg hinter meiner Position. Komm mal wieder zu mir zurück. Komm. Dann müsstest du sie auf dem Radar sehen. Ja. Ich höre sie. Oh fuck, jetzt bin ich wieder sichtbar geworden. Wieso werde ich immer zu diesem Zeitpunkt sichtbar? Und wann werde ich wieder unsichtbar? Wie lange muss ich da warten? Wie lange hat das Cooldown? Ich höre die irgendwie hier. Jetzt sind sie wieder weg. Aha, sind jetzt irgendwie direkt vor mir. Die werden die Choke hier wieder ausnutzen. Aha. Ja, erstmal auf Verdeih und Verderb ausprobieren hier, ist klar. Da rechts ist er irgendwie vorne. Ich seh's. Schießt da die ganze Zeit rein. Hoffnung, was zu treffen. Weißt du was? Ich gehe jetzt von hinten an die ran und sterbe. Beschlossen. Soll ich mitkommen? Ja, die sehen das ja, dass wir sie umlaufen. Aber so alleine laufen ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt so der Killer. Oh mich nicht, ich hab Angst. Da bei der Munitionskiste vielleicht. Warnung! Volltreffer, da sind sie drin. Ich hab nichts getroffen, weil ich. Ja, oh mein Gott! Ah, ich kann mit. Okay, mit, also die, auf Empfindlichkeit 10. Bleib doch nicht da stehen, lauf! Mit Empfindlichkeit 10 ist wirklich richtig übel. Du kriegst ja irgendwie so einen Rage-Modus, wenn ich irgendwie tot bin oder sowas, glaube ich. Extra-Zeit. Die Extra-Zeit beginnt. Nehmt die Zone ein, um zu einem schnellen Ende zu kommen. Ja, jetzt sind sie beide da. GGWP. Ich habe das noch mit der Zone einnehmen noch nicht verstanden. Euer Team wurde eliminiert. Wahrscheinlich die Zone um dich herum oder was, wenn du tot bist? Ah, ich weiß es auch nicht. Wird einem auch nicht so richtig nahegebracht. Nee, in dem Spiel wird einem ja gar nichts erklärt. Das ist so ein bisschen das Problem. Euer Team liegt zurück. Können wir wieder Gegner wie am Anfang haben? Die waren etwa auf unserem Niveau. Ja, echt, ey. Das finde ich halt immer so kacke, wenn du. Vor allen Dingen, wieso hatten die dann so Fusionsgewehr-Gedöns und wenn du einfach so random Gegner kriegst, ist das immer total. Bist du immer der lose. Ja, gut, aber man lernt halt eine Menge daraus, ne? Die sind da in der Richtung. Ich werde nie was. Hast du sie gesehen? Ja, ich habe roten Radar gehabt. Ich nix. Warte, ich geh mal gerade. Ah, da schießt was. Da ist eine Granate geflogen, warst du das? Ja. Du bist unten, dann komm ich runter.
Ah, die sind da wieder in dem gleichen Gang drin. Wo vorher. Mhm. Ja, ja, ja. Da haben die halt eigentlich schon ganz, ganz krassen Vorteil. Oh, da kommen von direkt von der Seite. Hinter uns. Alter, ich treffe so ja gar nichts. Muss mich noch dran gewöhnen. Vorsicht, da schießt jemand mit so einem Kugel. Oh, was? Ey, come on. Fusionsgranate oder was? Ja, ja, ja. Er kommt. Ohne Muni ist das ein bisschen. Ich schüttel den Kopf. Bei meiner Leiche ist einer und der andere ist da gegenüber. Ach du so. Nee. Okay, naja. Die ballern da. Nein, verdammt. Also, okay. Also, ein bisschen schneller ist gar nicht mal so übel. Also, ich werde mir eine Blicksteuerung vielleicht auf 8 stellen erstmal. Aber mit Springen und allem, die sind super verwirrt, wenn man das macht. Also, ich hätte sonst jetzt nicht überlebt, wenn ich das nicht gemacht hätte. Wenn wir lernen, das zu kontrollieren, ist das ein übelster Vorteil. Lass mal, ja, aber ich meine, hier sind wir auch irgendwie so. Da hinten ist schwerer, lass mal zur schweren Muni gehen da. Ja. Da sind die auch hingegangen. Nee, lass zu der, die weiter ist. Was, schwere Munition? Ja, ich hab aber, ich bin jetzt dummerweise schon bei der anderen. Okay, ja. Ungünstig. Mach mich mal unsichtbar. Wenn ich unsichtbar werde, hallo? Oh fuck, der hat ein Schwert. Der hat ein Schwert. Schwert einfach weggerockt. Na ja, klar, das sind High-Level-Gegner. Siehst du doch an den Klamotten, die die tragen. Das macht hier aber keinen Unterschied. Die Waffen machen ja gleich viel Schaden. Die campen jetzt an meiner Leiche. Die kommen jetzt von hinten. Boah, sie hat immer noch sein Schwert. Der ist jetzt direkt dir gegenüber. Wartet mit dem Schwert dahinter. Wenn du jetzt dann irgendwie eine Granate... Der ist jetzt an der Sand... Die Granate hat aber nichts. Reinwerfen gemacht. Hättest du sie auch müssen. Nicht irgendwo einfach so. Jetzt ist der. Ne, der andere hat einen Raketenwerfer, du bist tot. Danke. Der wartet mit dem Schwert. Oh, jetzt bist du tot. Ja, was soll ich machen? Also. Ja, das ist halt. Wir haben halt nicht so geile Waffen und alles. Wurde eliminiert. Ja, aber das ist doch auch. Aber was ist denn das für ein Spiel? Also. Nein, nein, das ist total leicht. Du musst ja nur ein bisschen besser sein als die Gegner. Die sind einfach nur besser im PvP als wir. Das ist halt nichts damit. Nein, du musst aber ein Elo-System einführen. Nein, brauchst du nicht. Wir sind, die Vorteile sind ausgeglichen. Wenn ich meine schwere Muni rausholen kann. Du lernst doch nicht das Spiel kennen. Die sind wieder direkt vor uns. Er kommt mit seinem Schwert. Super ist bereit. Einer ist weg. Das hat er jetzt ein bisschen übertrieben. Der hat da schwere Munition gedroppt, glaube ich. Nee, normale Muni. Der ist da direkt vor uns anscheinend. Nicht, dass er hinter dir kommt oder so. Oh, der hat eine Sniper. Vorsicht. Oh, shit. Glaube ich zumindest. Wieder. Ja. Toll, dass man so wiederbelebt wird, dass man sich nicht bewegen kann. Das haben die ja richtig nett gemacht. Er muss kommen, er muss kommen. Kommt er auch. Da kommt eine Granate rein. Bleib weg. Kann ich wirklich großartig was tun. Vorsicht, da kommt er. Ich krieg dem ja nicht mal sein Schild runter. Irgendwie. Ja, ich auch nicht. Ich muss das mit dem Treffen erstmal wirklich üben, ey. Das wird ewig dauern, bis ich mal was treffe in diesem Spiel. Boah, 5-0. Ja, ist doch logisch. Hallo, wir spielen das erste Mal PvP. Was hast du denn erwartet? Nein, das ist auch nichts damit. Mal. Ja, das ist aber, hat aber nichts damit zu tun, dass die irgendwie, die Vorteile vom Level sind ja vollkommen aufgehoben. Uns fehlt halt auch noch so die richtige Waffe zur Na, immerhin kriegen wir witzige Items. 5 Kilometer Zeichen, das ist ja Ich habe einen geilen Banner bekommen. Ja, nice. Und ich habe wieder eine Münze. Okay, aber es kommt mir so schon mal besser vor. Ich frage mich nur gerade, ob ich vielleicht einfach mal, wenn ich mit dem... 40, ja. Ich frage mich, ob ich einfach mal Impulsgewehr spielen soll, statt mein Scout-Gewehr, weil ich habe mit dem Scout-Gewehr muss ich sehr präzise treffen und ich bin wirklich schlecht darin. Ja, mein Ding verzieht halt auch heftig, aber keine Ahnung, ich bin mit dem halt vertraut, ne? Es ist einfach üben, du brauchst stundenlange Übung, um halt wirklich damit spielen zu können. Ich bin halt mit noch keiner Waffe vertraut oder weiß auch nicht, in welcher Situation eine gute Waffe sinnvoll ist. Das ist echt, das erklärt einem das Spiel ja auch nicht. Muss man ein bisschen Guides lesen wahrscheinlich. Ist irgendwas Besseres?